Hallo zusammen, ich bin's wieder, die Lotti von Kreativ Leicht gemacht. Heute möchte ich mit euch zusammen diesen großen Hasenwerkeln, diesen süßen kleinen hier, den hatte ich ja schon in einem anderen Video präsentiert. Ich persönlich wollte auch einfach mal ausprobieren, ob es machbar ist, aus diesem dünnen, handelsüblichen Bindedraht, den ich ja sonst für die Hasen oder für die Engel verwende, etwas Größeres zu werkeln, das man dann super gut als Dekoration für den Gartenbereich oder für den Eingangs- und Haustürbereich nutzen kann. Ich finde, mein erster Protohase ist richtig süß geworden. Ich möchte mir jetzt ganz gerne noch einen weiteren werkeln. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht und Spaß dran habt, dann bleibt dran. Ich nehme euch gerne wieder mit. Folgende Materialien habe ich mir hier erstmal für mein Häschen zurechtgelegt. Natürlich ganz wichtig, der Bindedraht, Blumendraht, Wickeldraht gibt es in ganz vielen verschiedenen Ausführungen. Meiner ist jetzt hier pur, nicht emailliert. Kann natürlich sein, dass er nach einer geraumen Zeit ein bisschen anläuft. Mich persönlich stört es jetzt nicht. Dann eine kleine Knipperzange, eine kleine Rundzange und ganz zum Schluss, um mein Häschen anzuziehen, habe ich persönlich hier Jute zu liegen. Man kann natürlich auch Stoff nehmen oder dieses Tischtuch, das geht auch richtig gut. Wenn wir dann soweit alles zusammen haben, dann kann es auch schon losgehen. 5 gleich große Stückchen und ich habe mir das Maß von 1,50 Meter so erstmal zurechtgelegt und schneide mir jetzt hier erstmal das Stückchen ab und werde mir die anderen 4 Stückchen auf die gleiche Länge so abrollen und dann wieder abschneiden. Wenn wir uns dann die ersten 5 Drähte hier auf gleiche Länge zugeschnitten haben, dann geht es auch schon ans Verzwirbeln. Die ersten 3 habe ich immer schon so ein bisschen eingeschlungen beim Abwickeln, sodass mir das Ganze hier nicht hin und her huschelt. Und ja, die restlichen werde ich jetzt hier einfach so ein bisschen immer miteinander verdrehen, indem ich mal einen, mal 2, aber auch vielleicht, ja, wenn mal 3 dann nachher wieder hier hinten frei sind, einfach so immer und immer wieder über die anderen so ein bisschen rüberlege, sodass hier eine schöne feste Einheit entsteht. Am Anfang ist es so ein bisschen wurstelig, aber ihr seht schon hier zum Ende hin geht es ganz einfach. Einfach so ein bisschen immer nacheinander hier so reindrehen. Und das Ganze benötige ich jetzt noch 2-mal, also insgesamt 3-mal 5 Drähte miteinander so verknuppelt a 1,50 Meter. Das ist einmal der Kopf, einmal der Bauch und die beiden Ohren. Wir fangen auch mal gleich mit dem Kopf an. Als allererstes lege ich mir hier mal so eine schöne runde Form erstmal zurecht. Schaue, wie groß das sein soll, wie ich mir das so vorstelle. Werde mir das hier aber noch nicht richtig miteinander verzwirbeln, sondern einfach nur so erstmal vorsichtig einschlagen. Das wäre unsere Kopfform. Dann kommen die Ohren. Die Ohren sind wie bei dem Kleinen genau das gleiche. Als allererstes lasse ich mir hier ungefähr so 2 Handbreit frei, schlage mir ein Ohr so ein. Lege das übrig gelassene Stück hier erstmal so rum. Und jetzt schlage ich das zweite Ohr genauso zu einer Schlaufe. Und jetzt sehe ich schon, ist dieses Ohr hier ein bisschen zu groß. Also muss ich da noch ein bisschen nachjustieren.
Ja, gleich groß sollten sie schon sein. So, mal schauen. Ja. Ja. Und wenn sie dann so sind, wie ich sie mir vorstelle, dann drehe ich mir hier die Enden so ein bisschen ein. Dann sind sie schon mal befestigt. So, und diese beiden Enden hier, die sind dann dafür da, um die Ohren am Kopf zu befestigen. Da muss ich jetzt mal schauen, ob der Kopf vielleicht noch ein bisschen kleiner sein kann. Ich glaube, so würde das richtig gut aussehen. Wenn ich dann die richtige Größe habe, dann brauche ich mir jetzt hier nur noch den Draht um meinen Kopf so rumlegen. Da könnt ihr dann vorher schauen, ob ihr eventuell gleich ein paar Haare übrig haben wollt oder die ganzen Streben hier an den Kopf entlang wickelt. Ich persönlich wickle immer ganz gerne erstmal alles fest. Somit sind unsere Ohren auch schon am Kopf befestigt. Wenn jetzt hier ein paar ungleiche Enden noch abstehen, die kann man ja entweder abschneiden oder so wie in meinem Fall jetzt hier so ein bisschen abstehen lassen. Hier kommen ja nachher noch ein paar Haare zusätzlich mit dran und da fallen diese Enden jetzt hier auch nicht mehr auf. Der Kopf hat eine richtig schöne Größe. Den schlage ich mir hier nochmal so ein bisschen ein, sodass er dann auch gleich fest ist. Formen brauche ich mir das Ganze jetzt noch nicht, da der Körper ja gleich hier rankommt. Für den Körper benötige ich das letzte Stückchen von unseren dreien. Dann werde ich hier oben nur so ein ganz kleines bisschen mir das Ganze erstmal so fixieren. Mal schauen, ob mir das von der Größe her ausreicht. Und dann kann ich hier mit dem überstehenden Rest von meinem Kopf das Ganze befestigen. Alle Enden hier, die werde ich jetzt nochmal richtig schön andrücken. So sind sie ein bisschen fester dran und stören uns auch nachher nicht mehr, wenn wir uns hier das Kleidchen annähen oder die Ärmchen anbringen. Hier oben kann man nochmal noch Haare draus machen, aber hier unten befestige ich das Ganze immer lieber nochmal extra. Wenn wir dann soweit sind, dann ist unser Hase ein bisschen aus der Form gekommen. Ihr könnt jetzt entscheiden, wie ihr das Ganze haben möchtet. Möchtet ihr ein schönes rundes Häschen haben, so einen kleinen süßen, oder ein Häschen mit einem Kleid. Dafür fahre ich einfach nur hier unten mit den Händen so auf gleicher Höhe und knicke mir das Ganze ein bisschen ein. Wenn es mir nicht gefällt, das kann man auch wieder aufmachen, sich eine andere Form aussuchen, vielleicht ein bisschen weiter höher einknicken. Naja. Oder doch ein bisschen weiter unten. Ja, so. Jetzt benötige ich noch die Arme und die Beine und dafür fertige ich mir noch mal 5 einzelne Drähte a 1,50 m an. Diese teile ich mir dann in 4 gleiche Stücke. Die kommen jetzt je nach Wunschhöhe einfach hier so an den Körper ran.
Im Großen und Ganzen ist unser Häschen jetzt soweit auch schon fertig. Jetzt kann es ans Dekorieren gehen. Wie gesagt, ich habe mir dafür die Jute ausgesucht. Allzu viel benötigen wir ja nicht. Das reicht schon. Das muss auch wie beim kleinen Häschen gar nicht gerade sein. Das reicht, wenn man sich das Ganze so grob ausschneidet, dann kann es nachher noch die Ränder ein bisschen bearbeiten können. So. Jetzt kommt der süße Fratz da rein. Auch hier am Hals lasse ich mir immer noch so ein bisschen übrig. Und das kommt da darauf. Das Ganze stecke ich mir jetzt so ein bisschen hier fest. Bei der Jute habe ich jetzt den Vorteil, dass ich den Draht relativ gut durchfühle und auch sehen kann. Also wird es für mich ein bisschen einfacher, das Ganze zu umnähen. Wenn ihr das mit Stoff macht, ja, dann müsst ihr das ja nicht so großzügig ausschneiden, sondern könnt ihr hier mit einer kleinen Nahtzugabe das Ganze anzeichnen und dann vernähen. Zum Vernähen habe ich hier so einen Wollerest mir ausgesucht und eine Art Nadel. Hier mein Metallstückchen hat ja am Ende so eine Öffnung. Und da ziehe ich mir jetzt die Wolle durch und vernähe mir jetzt alles hier schön großzügig miteinander. Ganz schön einfach, schlicht und rustikal ist das Ganze jetzt hier umnäht. Hier habe ich mir jetzt nochmal eine Schlaufe wieder aufgemacht, da im Innenbereich noch etwas von meinen Resten hier rein können. So hat der süße Hase noch ein bisschen mehr Volumen und ja, die abgeschnittenen Reste werden jetzt auch nicht verschwendet. Jetzt schneide ich mir das hier noch so ein bisschen in Form. Und auch diese Reste stecke ich mir hier wieder mit rein. Ein bisschen Bauchhase. Und jetzt hier auch noch ein bisschen, aber nicht allzu viel. Da man ja hier noch von den Rändern immer so ein bisschen das Ganze ausfransen kann. Wenn man eben halt zu viel wegschneidet, dann muss man das Ganze nochmal umnähen. Das soll es ja dann auch nicht sein. Jetzt werde ich mir hier noch schnell meine Windöffnung schließen. I wanna know you better. Give me every detail. I won't judge you, as you know. I could stay forever. Will you lie in my arms? Dem Süßen habe ich jetzt hier erstmal zwei kleine Knöpfchen noch aufgenäht. Wie gesagt, ganz viele verschiedene individuelle Gestaltungsmöglichkeiten sind hier noch machbar. Zum Beispiel so ein süßes kleines Herz drauf oder eine Schleife oder noch einen Flicken hinten oder vielleicht doch ein kleines Puschelschwänzchen. Ja, wie gesagt, da könnt ihr der Kreativität wieder freien Lauf lassen. Hier oben fehlen mir jetzt noch die Haare. Da nehme ich immer ganz gerne so ein paar Reste, die übrig sind. Oder ich schneide mir hier noch ein, zwei Stückchen
10 bis 20 cm ab. Da schaue ich dann erstmal, stecke ich meistens hier in die ersten Öffnungen nochmal so mit unter. Und dann wickele ich das einfach so ein bisschen noch um den Kopf herum. Die andere Seite auch. Wenn dann soweit die Haare alle hier richtig schön befestigt sind, dann nehme ich mir meine kleine Rundzange und drehe mir das Ganze so ein. So, wenn ihr jetzt aber so eine Zange hier nicht habt, ein Bleistift, Kugelschreiber, Pinsel, geht auch. Könnt ihr den nach oben biegen oder rein ins Gesicht oder ja, ihr seht schon, da kann man wieder schön individuell das Ganze nach Herzenslust gestalten. Und das gleiche jetzt bei den Ärmchen und den Beinchen. So, da hängt dann nur der Papahase. Wie gesagt, alles noch so ein bisschen zurechtzüppeln wieder. Ja, ein bisschen gerade biegen durch das ganze Nähen und so weiter. Verbiegt sich dann doch ein bisschen was. Macht aber nur, kann man ja wieder richtig schön richten. Ich habe gesehen, Mama Hase hat ein paar mehr Haare als Papa Hase. Macht aber auch nichts. Auf der Rolle ist noch, ja, gut ein Viertel drauf. Also von daher denke ich mal, kann Papa Hase noch ein paar mehr Haare bekommen. Ich für meinen Teil freue mich erstmal. Die beiden sind richtig knuffig geworden. Ich bedanke mich bei euch fürs lange Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.